Hallo, herzlich willkommen bei Konradin Industrie TV. Wir sprechen hier auf der SBS 2019 mit den Ausstellern über die Neuheiten, die sie hier zeigen. Und da begrüße ich hier neben mir Wolfgang Schenk, Vice President und Managing Director Industrial Networking bei Belden. Und da wäre auch gleich die erste Frage: Was zeigen Sie denn Neues hier auf der Messe? Und unter dem Fokus unserer Präsentation in diesem Jahr steht ganz stark unser ganzheitlicher Ansatz, unsere Vision zu einer Kommunikation vom Sensor in die Cloud. Wir sind der Kommunikationsspezialist und die Präsentation ist ausgelegt auf eine Echtzeitkommunikation, auf eine unterbrechungsfreie Kommunikation, auf immer mehr Bandbreite in diesen Netzwerken und Security spielt eine ganz große Kernrolle. Neue Produkte, die dabei zum Einsatz kommen und gezeigt werden, ist unser Bobcat Switch, eine Switch-Generation, die jetzt auch verstärkt Power over Ethernet mit unterstützen kann und die TSN als erster Switch auf der Welt TSN komplett an jeden Port mit reinbringt. Dazu kommen weitere Produkte aus dem Bereich Wireless, ein sehr kompakter Wireless-Switch für Applikationsanwendungen im AGV-Bereich, also bei Autonomous Guided Vehicles oder Roboter einsetzen. Und wir zeigen in der Abrundung auch mehr Wireless-Produkte in Richtung 4G, 5G-Kommunikation. Und dann ist ein ganz neuer Schwerpunkt auf der Messe in diesem Jahr allgemein mit herausgekommen, das Thema Single-Pair-Ethernet-Übertragungen. Wir haben einen ersten Switch wiederum auch weltweit gezeigt mit den Anschlussmöglichkeiten und einer Übertragung bei hoher Bandbreite bis zu 1000 Metern. Die entsprechenden Verschlüsselungstechnologien und die Kombination mit TSN lassen diese Applikation zu. Breites Programm. Was für Zielgruppen sprechen Sie denn damit an? Bei den Zielgruppen sprechen wir vor allem Planer, Projektmanager aus dem Umfeld Systemintegratoren an, R&D-Leute sogar, alle in unseren vier vertikalen Märkten, die wir alle hier tatsächlich auch erreichen. Es ist klar, dass es Fabrikautomatisierung ein Kernelement ist. Die Prozessautomatisierung spielt immer mehr auch hier mit einer Rolle mit dabei. Und dann zwei wichtige Elemente, wo wir positiv überrascht sind, sehr viele Leute aus dem Transportation-Umfeld und Energie, Kraftwerkstechnik, der Stromgrid-Vernetzungen, auch die Leute kommen hier mit her. Und wir machen das und versuchen es zu zeigen über eine Applikationswand, indem wir Zellen zeigen, einmal die unterbrechungsfreie Kommunikation, aber so voll in Funktion mit dargestellt, ein Maschinenbauumfeld, ein Roboterumfeld, eine Lagersituation mit diesen Autonomous Guided Vehicle Elementen der einfachen Wireless-Anbindung und allem übergestellt letztendlich die Leitstandsvernetzung, ein Backbone-Strukturen, wo eben diese große Bandbreitenforderung mit hochkommt und dann aber auch die Elemente, ein Security-Screening stattfindet, die Überwachung der Netzwerke und wir zeigen Hackerangriffe und simulieren Elemente, die dann sofort zur Anzeige kommen und zum Vorschlag von Reaktionen in diesem Netzwerk, was dort zu erfolgen hat. Ja. Gibt es zurzeit irgendwelche Trends, die Sie sehen, die Sie jetzt vielleicht auch hier auf der Messe entdeckt haben? Sie sind schon ein bisschen gestreift, die Trends. Es ist der Trend zu mehr Echtzeitfähigkeit und das über inzwischen größere Distanz. Nicht nur innerhalb einer Maschine, sondern es geht raus. Es geht sogar von Echtzeitinsel zu Echtzeitinsel, die Kommunikation, die darüber mit zu erreichen ist. Dann ist die Forderung oder ist das Element durch dem, dass mehr Kommunikation da ist, immer mehr Bandbreite, höherer Durchsatz. Da haben wir nochmal auch ein Produkt im Bereich der Firewall-Elemente, der mit höherer Portzahl ein Firewall und dann viel, viel höherem Datendurchsatz, Deep Packet Inspection, sehr tief reingehen in die Pakete und herausfinden, was denn womögliches Angriffsszenario gewesen sein könnte, das herausfiltern, das ist ein Element. Und dann ist dieses Element, das auch immer mehr Power, Energieversorgung zu den Sensoren, zu den Aktoren geführt wird, zu Kameras ist ganz bestimmt, da gibt es keine einzige mehr, die eine eigene Stromversorgung hat, sondern die bekommen die alle über Power, wo sind Ethernet mit dazu geführt. Genau. Hat sich auch immer mehr jetzt herausgestellt, dass da die Kommunikation um diese Echtzeitfähigkeit hat sich ja im letzten Jahr hier auf der SBS gefunden, in der OPC Foundation unter einer Gruppe OPC UA, Field Level Communication und diese beiden Partner TSN, Time Sensitive Network, und Unified Architecture in der Kommunikation, die gewinnen momentan das Rennen hier in der Kommunikation, der unterbrechungsfreien, durchgängigen Kommunikation im Automatisierungsbereich.
Kurzer Ausblick in den Markt für 2020. Ja, es ist eine spannende Zeit momentan ein bisschen. Es ist so, dass die Fabrikautomatisierung allgemein sicher unter Druck ist. Das ist auch vielleicht das erste Mal überhaupt in der Historie ist, dass Deutschland und China ein bisschen durchhängen. Und da spüren wir ein bisschen in der Fabrikautomatisierung schon den Druck, wobei gerade diese Vernetzungskomponente durchaus weiterläuft. Denn das ist das Umbauen in die Zukunft. Die Transformation hat dort schon stattgefunden. Es ist mehr auf den Komponenten, den Steckverbindern, wo man das merkt. Wir rechnen mit einem moderaten Wachstum, wobei genau die Fabrikautomatisierung nicht wachsen wird. Aber wir sehen schon schön Investitionen in die Prozessautomatisierung. Da ist, nachdem der Ölpreis wieder in einem stabilen Umfeld ist, passiert da einiges. In dem Moment Energieversorgung sowieso. Der Grid muss vorbereitet werden auf die CO2-freie Zukunft. Das läuft sehr gut. Und dann in dem Transportation-Bereich, das hängt mit zusammen, wurde ja relativ viel Geld jetzt auch geschoben in den Ausbau der Infrastruktur für Züge. Und die Menschen, die Zug fahren und im Zug sitzen, wollen auch immer mehr, ja, zumindest Entertainment haben, kommunizieren. Sie wollen eine gewisse Komfortabilität haben in der Reservierung. Das alles heißt Netzwerke vernetzen und das wächst alles gut und führt zu diesem verhaltenen Wachstum. Auch wenn die Bäume nicht in den Himmel wachsen, aber wir schauen positiv ins Jahr 2020. Positiv ist auch schon mal ein schöner Ausblick. Dann bedanke ich mich für das Gespräch. Danke. Dankeschön.